Ja, moin moin liebe Sportsfreunde hier bei Conan Exiles mit dem Nexus, dem Sänger. Hallihallo. Und dem Wödern. Hallihallo. Ja, und zum Ende der letzten Folge hat der Nexus gesagt, ja, der will jetzt hier in der nächsten Folge, also jetzt in dieser, singen. Also los. Have a leaf, I can fly. Okay, reicht, danke. Also für Dieter Bohlen Show rechts. Ja, also ich hab noch 3 Sterne gekriegt, ja. Oh, ja, Sterne. Ja. Sterne? Kriegt man doch Sterne? Keine Ahnung, ich hab das nie geguckt. Ich weiß ja auch nicht. Doch, du hast das geguckt, sonst würdest du das nicht sagen. Oute dich jetzt nicht als Superstar-Gucker, oder wie der ganze Gerüste heißt. Nee, ja? Guck ich ganz bestimmt nicht. Ja, doch, ich bin Superstar-Gucker und Super-Talent und Dschungel-Talent, oder wie das heißt. Und naja, Dschungelbuch, ja. Germany's Next Topmodel und... GZSZ finde ich toll und Berlin Tag und Nacht und Köln und wie heißt das alles? Ey, Berlin Tag und Nacht gucke ich sogar teilweise manchmal. Alter. Nee. Es gibt, glaube ich, eigentlich fast gar nichts, was ich gucke. Alter, ich würde lieber eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung machen lassen, als die Scheiße gucken. Ja. Alter, ich würde lieber alle Ausgangsdokumente neu beantragen, ey, und für jedes Teil einzelne Nummer 10. Ja, dann mal los. So, Wende. Oh Gott, so viele. Ja, komm, machen wir 10 Stück. Nummer 10. Oh, was ist denn das hier? Mauer? Machen wir mal 10, komm. Ich kann ja auch Space für. Ja. Okay, jetzt kommen wir noch. Ey, was ist denn los? Ich hab Übergewicht. Ja. Dschungelcamp habe ich tatsächlich mal jetzt dieses Jahr nicht. Und letztes Jahr glaube ich auch nicht. Aber davor habe ich das tatsächlich ab und zu geguckt. Und fand das ganz lustig eigentlich tatsächlich. Und ich weiß, ja, ist ein bisschen verarsche, aber ich fand es halt trotzdem. Genauso wie Frauentausch habe ich damals auch mal eine Zeit lang geguckt. Der und Frauentausch ist ja wesentlich lustig. Wenn die Assis da, ne? Ja, ja. Ja, ja, also. Ja, Dschungelcamp früher wurde neu, war genauso wie Big Brother und der ganze Kurs, ne? Ja, wurde neu, war, was hängt denn das Spiel jetzt hier? Hallo. Kaputt. Ne. Aber das läuft halt nicht flüssig, das ist echt Käse, ey. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ja, ich bis jetzt auch zum Glück noch nicht. Da haben wir schon die Mauer schon mal vom Vorgarten hier fertig. Noch ein paar Blümchen. Ja. Ja, kannst du Blumen pflanzen? Nö, das wüsste ich jetzt nicht. Also bis jetzt zumindest wissen wir das noch nicht, ne? Wie, ich kann nicht mehr tragen. Aha. Ach, ich muss ja auch noch eine Decke bauen. Alter, ich weiß auch nicht, wo du so viel Stein herkriegen sollst, ey. Wofür? Für die Decke? Ne, überhaupt so fürs Haus und alles. Ey. Wie viel Stein das alles frisst, ey. Ich bin den ganzen Tag nur am Steinfarm. Immer, in jeder Folge. Naja. Naja, gehört halt dazu, ne? Ja. So muss das sein und dann kommt das Ding dahin. Brauche ich noch eine Wand, aber die kann man bestimmt jetzt nicht. Doch, eine geht noch. Sehr gut. So, dann bauen wir mal unseren Schreinertisch. Ja, den habe ich nämlich auch jetzt gelernt, habe ich ihn schon. Aber gebaut habe ich ihn noch nicht. Kann man sonst noch was mit den Samen machen, außer diesen Schleim? Bis jetzt nicht. Aber wie gesagt, das ist ja noch Early Access, da wird mit Sicherheit noch was kommen zu. Ja, dann muss ich halt noch diese 3 ekligen Wände da noch machen. So, die Käfer hau ich mir gleich wieder erstmal instant rein. Und die Dachspitze muss ich noch irgendwie bauen. Ja, wirst du wahrscheinlich nur eine Platte setzen können, Faust. Aus Stein, die, ne? Ja, nehme ich mal an. Und ein so ein Fleischspätzen. Stein, Sandsteindecke. Oh, oder ja. 2. So, wo ja. Bauen wir denn diesen komischen Tisch hin, ey? Was ist denn der? Warte mal.
400 Holz und 150 Steine, das ist ja gar nicht mal so teuer. Ach, der ist auch gar nicht so groß, ja. Dann setzen wir den da ein. Warte mal, wie sieht der denn mein Essen? Oh, ich muss essen. Taste 7. Regt man Fleisch, noch ein Fleisch, gut. Juhu, ja. Gebogenes, geformtes Holz. Wir werden es bestimmt irgendwann mal gebrauchen können, deswegen setze ich da schon mal so ein bisschen was rein. Ja, das weiß ich ja auch noch nicht, wofür man das braucht. Ja, für Stühle und so weiter und... Ja, kannst du halt Möbel mitmachen, ne? Ja. Meinst du? Ja, da habe ich schon gemacht. Ja. Du kannst die Sachen sogar benutzen, du kannst mit dem Tisch interagieren, hat zwar noch keine Funktion, aber ich vermute mal, dass du dann da deine Kerze oder das sich vorstellen kannst und auf dem Stuhl kannst du auch sitzen. Okay, das ist sehr geil. Fand ich schon sehr geil, ja. So, jetzt mal wieder Holz besorgen. 33 mal Teer habe ich schon. Eher? Ja, Teer. Wo hast du den denn her? Wenn du diese... die Gerberei hast. Ah. Und da dann Leder reinsetzt, also Tierhaut, kriegst du einmal Leder raus und einmal Teer. Oder zweimal Teer und einmal Leder oder irgendwie so. Oder? Nee, das könnte doch jeweils einmal Leder, einmal Teer so. Hm. Okay, wofür braucht man das? Für Kerzen? Nehme ich mal an, beziehungsweise braucht man das auch für einen Brunnen. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Sachen, wofür man das braucht, das habe ich aber noch nicht rausgefunden. Dicke Hütten, schick, aber schick. Weil Kerzen, da brauchst du nämlich irgend so eine Flüssigkeit. Ich weiß nicht, was da stand. Ich weiß nicht, ob das Paraffin ist, vielleicht einfach nur. Ja, irgendwas Dunkles, ne? Da erinnere ich mich auch noch. Wundsekret. Ah, super. Okay. Wundsekret, weiß ich jetzt nicht. Also Teer und Wundsekret, ich glaube nicht, dass das gleiche ist. Wundsekret ist doch von der Wunde, oder? Ja, das Wasser, also Wundwasser. Ne? Wundwasser, ja. Ja, das hätte ich euch schon die ganze Zeit geben können. Ich bin ja oft genug gestorben. Ey, und daraus macht man Kerzen aus Wundwasser? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Alter, das hört sich schon irgendwie ein bisschen widerlich an. Ey, wieso? Das ist doch geil. So ein riecht nach Menschenfleisch, oder? Irgendwie gefällt mir das hier nicht, ey. Diesem Eingang. Regen gibt's hier gar nicht, ne? Du bist hier in der Wüste. Alter, das ist immer so düster. Ich will jetzt eine Kerze, Junge. Ja, so ein bisschen. Wo krieg ich einen Wunzekret her? So, hab ich den jetzt. So, Deckenteile, 5 Stück. Ja, das kann man links aber. Die kann man, doch kann man. Und der wird so schon hell. Jo. So, aus. Hier nochmal 100 Holz raus. 1, 2, 3, 4. Jo. Und hier nochmal 200 Stein. Ach, ich könnte dann in meinen Balkon weiterbauen. Wo ist jetzt dieser Tisch denn neu? Da, Carpenter's Bench. Ja, ich könnte jetzt eigentlich mal gucken, dass ich noch eine Treppe baue. Schon mal hochgehe. Und dann mal gucken, wie viel ich noch da hochbauen muss, um da hinzukommen. Ne, wäre eigentlich schon mal eine Idee, ne? Klar. So kann ich denn da nichts mehr dran setzen. Kann man da nicht außen rum gehen oder so? Wie außen rum? Ja, dass man da hochkommt? Ja klar, ich kann ja jetzt schon so hinrennen. Was ist denn das für ein Käse? Ich kann hier keine Platte dran setzen, das steht da im... Ah, jetzt schon. Hä? Nein, falsch, Junge. Ja, das manchmal funktioniert das nicht so wirklich mit dem Bausystem. Naja, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Balkon. Ich kann mal gucken, ob ich da die Mauern draufsetzen kann. Das geht. Ja, kann's, habe ich auch gemacht. So, ich stehe jetzt hier sogar oben drauf.
Carpenter's Bench, was kann ich da machen? Nur das geformte Holz, nichts anderes, oder? Ja. Oder wo ist? Alter, du brauchst ja noch 26 Etagen, wenn du die ganzen Tische hier haben willst. Ja, wir können ja für die, für so große Geräte oder Tische können wir ja irgendwie noch ein extra Gebäude machen, so eine Handwerkerhütte oder so. Wo wir dann zusammen dran bauen. Ich hab das doch gar nicht mehr ausgewählt. Ist auf jeden Fall ein schönes Bild, wenn man hier unsere Häuser sieht. Von hier oben. Wenn man Wöderns nicht sieht. Doch. Was ist, was ist denn das hier? Oh, echt mal so leicht Boogie, das Spiel hier. Ja, ja, ich hab jetzt auch so ein Steinschwert, Alter. Hey. Hallo, geh doch mal weg. Ey, ich hab immer noch diese Mauer vor mir, die ich so setzen könnte, obwohl ich gar keine in der Hand hab. Okay. Okay. Jo. Also muss ich die jetzt wieder an die das, Hand nehmen? Du musst das Holz ja hier reinlegen, ne? So, was ist denn mit dem Levelaufstieg, Junge? Ich brauch die Ecken. So, jetzt mach ich mir so ein Schild. Setzt du das Schild auch unten in die Quickleiste? Ja. Ja. Dann musst du beides ausheben, oder was? Ja. Ach, wieso, ey? So funktionieren diese. Ja, komm, mach hin da jetzt. Du wirst instant mit mir, ich will jetzt auf Jagd gehen. Auf Spinnen- und Hygienenjagd. Dein Ernst? Ja. Der will halt die Sofortreise nach Hause wieder testen. Ach ja, die Sofortreise nach Hause funktioniert bei mir gar nicht, weil ich hab gar kein Bett mehr. Ja, dann. Hau dir mal lieber eins. Hab ich wieder Hunger? Ne, fast gar nicht, aber trinken kann ich. Ja, trinken muss ich aber nicht. Das ist erst statt den Schlauch gleich wieder voll zu machen. Das wäre zu einfach. Ja, wo gehe ich denn mal lang, ey? Also ich bin jetzt tatsächlich auf die andere Seite mal geschwommen. Ja? Nochmal. Oh, da ist die Spinne, da ist die Spinne. Ich sag, wir schwimmen ja, gehen, wärst du da, Alter. Alter, die kann 100 Meter schießen. Ey, die rennen ja, hinterher. Stunt dich. Also ich helfe dir jetzt nicht, ne? Ich schwimme gerade rüber, aber ob ich in die richtige Richtung schwimme, weiß ich nicht. Also ich bleib jetzt im Wasser stehen. Im Wasser? Ja. Gut, ich sehe euch leider nicht. Oder zum Glück. Hier kann man ja sehen, wie man will. Ich bin, ich bin rüber geschwommen jetzt. Ich weiß ja bloß nicht, wie du bist. Ha, die Spinne kommt wieder! Hey, wo ist das Vieh? So, ach nee, ich will da raus. So, warte mal. Aber die hat mir wenig Schaden gemacht, die Spinne eigentlich. Na dann kannst du nochmal hingehen. Ha, sie ist tot. Cool. Wundsekret. Hey. Alter, was passiert hier? Wir gehen jetzt Kerzen klar, ja? Oh fuck, Alter! Was denn? Hygiene. Eine Hygiene? Also ich hab eine Hygiene und einen so ein Reh geschlachtet, so eine Antilope, da, weißt du? Ja. Mal gucken, was ich da rausgekriegt hab. Ja, ich werde jetzt auch wieder mutiger. Ganz normal Knochen, ganz normal Tierhaut und ganz normal schmackhaftes Fleisch. Das ist ja doof.
Das ist ja gar nichts, ey. Schade. So, dann klaue ich hier noch von den Lippen die Eier. So, und so ein Hase. Ich den. Hallo Hyena. Ja, dann kriegst du halt das Wildfleisch von den Hasen. Okay. Ey, ja, hier sind Blumen. Aloe Vera. Wofür auch immer man die braucht, aber ich nehme die mit. Und was ist das hier? Die gelben Blumen. Gelblotus. Ich will gar nicht gleich. Dann essen wir das mal besser, ne? Ein Teil noch, und dann ist meine Hütte soweit. Oh komm, ey. Also die Klamotten platzieren ist. So, fertig. Aber mit Schild und Schwert hier ist doch voll gut, ey. Ich laufe gerade auch mal weiter ins Landesinnere. Wollen wir nicht zusammenlaufen? Willst du nicht kurz auf mich warten? Ich komme hinterher. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Hier. Ich will immer noch einfach nur rüber gesprungen und nach Wasser. Ich bin einfach tot. Okay. Ich bin tot. Teleport. Siehst du, der ist auf mich warten soll. Da hättest du auch nichts großartig machen können. Ich habe 3 von 4 Viechern erledigt und das Krokodil habe ich dann fertig gemacht. Naja, zum Glück habe ich meinen Schlafplatz hier. Das ist eigentlich mein Bett da. Total viele große Viecher und ich sehe überhaupt nichts. Oh, Alter, was ist hier denn? Was geht hier denn ab? Ist hier ein Dorf oder was? Ja, du kannst aber auch die Rezepte, ne? Kannst ja auch zurücksetzen. Oh, was? Du könntest hier mal was anderes lernen, auch wenn du die Punkte gar nicht dafür hast. Okay. Oh ne, ich will das nicht machen. Obwohl. Schmiede brauche ich nicht lernen, die habe ich ja jetzt. Wie kann man die dann wieder zurücksetzen? In dem Fenster hast du unten einen Knopf für alles zurücksetzen. Ach, alles zurücksetzen, ja, okay. Zack, alles mitnehmen. Ja. Ich habe hier so ein Dorf gefunden. Okay. Aber hier ist keiner und deswegen habe ich jetzt alles aus ihrer Truhe rausgenommen. Oh, sei doch froh. Mit dem Feuer kann man aber auch nicht interagieren. So, hab mal alles zurückgesetzt. Ja. Wie zurückgesetzt? Die Rezepte. Achso. Jetzt kann ich den Gerber bauen. Sehr wichtig. Ja, zum Trocknen von Tierhaut, ne? Ja. Und die braucht man wofür? Keine Ahnung. Aus Leder halt, ne? Die will ich lernen. Achso, da brauche ich das da. So. Dann den. Dann den. So, jetzt kann ich auch die schrägen Alter. Steinmauern bauen. Damit kriege ich meine Hütte heute hier noch fertig. Ja, vielleicht nicht mehr in dieser Folge, aber in der nächsten. Braucht einer von euch eigentlich Fleisch? Ja, kann ich wehtun, ne? Kann ja nicht schaden, sagen wir mal so. Ja. Aber liebe Leute, wie der Next schon sagt, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Oh fuck, ich bin tot, Alter. Tja. Das ist ein sensationelles Folgenende für den Würdern. So kann man natürlich. Ich hab natürlich kein Bett und ey, ich kann euch doch kein Fleisch mehr geben. Ja, nicht schlimm. Ich habe noch viel Grütze hier. Alles klar, Ladies, gucken wir unten in die Videobeschreibung hinterher. Ja, ne? Da sind ja die Links der anderen beiden und der ganze Spaß. Daumen und so, ne? Ich muss da ja gar nicht viel zu sagen. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Conan Exiles. Haut rein!
Tschüss. Tschüss.